Am 8. März werden wir gemeinsam den Internationalen Frauentag feiern. Dieser Tag hat eine lange, alte Tradition und Geschichte. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts haben Frauen für Frauen diesen Tag erkämpft, für mehr Rechte für Frauen in unserer Gesellschaft. Wie wichtig das auch heute noch ist, zeigt sich immer wieder. In einem aufgeklärten, reichen Land wie Deutschland verdienen Frauen immer noch etwa 22% weniger als die Männer. Und es gibt immer wieder Probleme, die Frauen haben in der beruflichen Karriere, im Zusammenhang mit der Familie, der Betreuung von Kindern. Deswegen ist es angetan, dass wir immer noch und immer wieder für Chancengleichheit für Frauen und Männer als Problem erkennen und daran arbeiten. Das Europäische Parlament, die sozialdemokratische Fraktion, steht dort an vorderster Front. Und ich denke, dass wir einige gute Dinge in den letzten Jahren geleistet haben. Wir haben beispielsweise mittlerweile eingerichtet ein europäisches Institut für die Chancengleichheit von Frauen und Männern. Das ist eine Einrichtung, die sicherlich sehr hilfreich ist, um uns hier weiter voranzubringen, dass Chancen für Frauen genauso auf der Tagesordnung stehen wie Chancen für Männer. Wir haben es erreicht, dass mittlerweile vom Europäischen Gerichtshof und in der europäischen Rechtsprechung anerkannt wird, dass gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt wird. Wir müssen es aber umsetzen und deswegen lohnt es sich immer wieder zu kämpfen für diese Gleichberechtigung. Aber es lohnt sich ab und zu auch mal gemeinsam zu feiern und das wünsche ich uns allen für den 8. März. Dankeschön.